Titel The Butt, den hat ja die Jennifer Lopez für sich abonniert. Aber die Shakira, die macht ihr jetzt Konkurrenz. Denn die Frau, die sonst eigentlich eine Ausgeburt an Bescheidenheit und Innerlichkeitswahn war, sagt jetzt klipp und klar, du musst wirklich alles tun, um einen guten, coolen Arsch zu haben. Ob auch mit der Philosophie weiterhin viele Amis ihre Kinder Shakira nennen wollen, das werden wir mal sehen. Jetzt gibt's erstmal den neuen Shakira-Clip. Hier ist Objection Tango. Im Moment hat der Shifty Shellshock von Crazy Town mehr Erfolg zusammen mit dem britischen DJ Paul Oakenfold als mit Crazy Town. Der hat sich nämlich für Starry Eyed Surprise ein paar Raps von Shifty ausgeliehen und räumt jetzt nach den UK-Charts auch in den Ami-Charts ab. Die hat wahrscheinlich auch die Sarah Connor ins Visier genommen. Wäre ja auch schön doof gewesen, wenn sie nach dem Erfolg von From Sarah With Love nicht auch dieses Jahr eine super schmalzige Ballade aufgenommen hätte. Passend dazu gibt es jetzt einen auf Mallorca gedrehten Clip. Hier ist die Sarah mit Skin on Skin. Die kann so verträumt gucken, wie sie will. Im tiefsten Herzen ist die Vanessa Carlton nämlich eine beinharte Realistin. Denn im Moment ist sie am meisten ihrer Maske dankbar. Zitat Vanessa. Ob ich mich sexy fühle? Natürlich. Egal, ob ich mich wie ein geprügelter Hund fühle. Ich sehe wie ein heißes Chick aus. Du siehst sehr rumentschädigt für so einiges. Das kann die arme Mariah Carey so nicht unterschreiben. Denn außer einer Menge Geld hat sie im Moment nicht allzu viel. Und nachdem ihre R&B-Ausflüge in letzter Zeit ziemlich gefloppt sind, kehrt sie jetzt als Quietscheähnchen zurück, die wir aus alten Zeiten kennen, mit Through the Rain. Quasi nach dem Motto, sag mir, welche Musik du hörst und ich sag dir, was für ein Mensch du bist und vor allem, was für Musik du machst. Bei dem Eier kommt man da nicht so weit, denn der hört eine bunte Mischung zum Beispiel aus Bob Marley, John Lennon, Bono, Michael Jackson und Whitney Houston. Und was soll man davon halten? Was soll denn dabei bloß rauskommen? Da ist rausgekommen zum Beispiel, dass er nämlich den Mann, der auch Po und Mark produziert hat, dass er den seine Sachen produzieren lässt. Und dann kommt am Ende sowas raus, I don't mind. Lock dich ein bei viva.tv und der Shopping-Spaß kann beginnen. Im Viva-Shop findest du jede Menge Produkte. Jede Art von Musik, alle Viva-Top-Titel und dazu noch Bücher, Filme, Spiele für PC und Konsolen. Und als besonderes Extra den Geschenkservice. Hol dir deinen Lieblingssong für nur 5,99 Euro. Der Viva-Shop. Nur im Netz. Nur bei viva.tv. Sichern Sie sich jetzt mit Premiere das Fernsehen der Zukunft im Kinoformat. Wir öffnen jeden Tag 7 Kinos und Sie entscheiden ganz spontan, welchen Film Sie sehen möchten. Nur bei Premiere erleben Sie Film-Highlights rund um die Uhr, ohne Werbeunterbrechung. Sichern Sie sich jetzt 7 Kinos für zu Hause und rufen Sie gleich an 0180 55 100. Premiere. Freitag 22 Uhr, nur bei Viva. Geiler Körper, aber hohle Birne, diese nicht selten anzutreffende Kombination besingen und bekladen die beiden lustigen Jungs von Right Said Fred. Und apropos lustige Jungs, morgen in der Viva Bums gibt es zum Beispiel Brosis, den neuen Austin Powers und die Ex-All-Saints Nicole und Natalie Appleton. Und zum Schluss von Neu bei Viva habe ich noch eine makabre Geschichte für euch. Also, der Hund von Courtney Love ist nämlich an ihrem Silikonkissen elendig zugrunde gegangen. Okay, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das stimmt. Denn die Witwe vom Nirvana-Sänger Kurt Cobain hatte sich die Kissen rausnehmen lassen und als Souvenir aufbewahrt. Und dann hat ihr kleiner Hund das Ding gefressen. Das ist ungerecht vom Schicksal. Immerhin hat die Courtney nach langem Hin und Her vor Gericht den letzten Nirvana-Song freigegeben. Hier ist er jetzt mit zusammengeschnipseltem Archivmaterial. You know you're right. Ich sage Tschüss und bleibt sauber.